So, da bin ich auch schon wieder. Und wie ihr seht, dieser Debuff, dieser 0-Sekunden-Debuff, der ist jetzt auch wieder weg. Ich habe mich jetzt mal eben aus und wieder eingeloggt. Und da war er dann verschwunden. Es hing also offensichtlich tatsächlich. Und ich trinke jetzt noch mal was. So, damit hätten wir. Ah, oh, guck mal, das sieht doch schon mal sehr gut aus hier. So, theoretisch müsste ich einen Amboss auch bauen, dass ich mal die Diamantrüstung reparieren kann und die aufrüsten und aufwerten kann. Aber, ne, ihr wisst ja, was wir eigentlich ursprünglich machen wollten. Abgesehen vom Regen. Wir wollten mal unser Gebiet ein bisschen abstecken hier, ne? Das heißt, vielleicht einen schönen Zaun bauen, die ganzen Bäume innerhalb weg, dass sich da nichts runter versteckt, falls die irgendwas spawnt, und dann halt einfach schön ausleuchten. Dass man. Dass man hier halt in Ruhe nachts durch die Pampa rennen kann. Und ich glaube, das machen wir in dieser Folge auch einfach mal. Und oh, da sehe ich gerade was. Ich könnte einen Schluck trinken vertragen. So, Dankeschön. Sehr schön, da ist nichts. So, dann würde ich sagen, machen wir hier mal ein bisschen Platz. Schlaf gut. Alter, ist das nebelig da hinten. Hatte ich nicht den Fall, dass meine Axt kaputt war? Ist sie kaputt? Ja, sie ist kaputt. Alles klar, weil ich möchte nämlich ganz gerne hier mal alles umholzen. Das heißt, auch dieses Monster. Damit ich einfach das erstmal hier alles freiräumen kann. Das heißt, ich brauche dann auch wieder meine Schere, mit der ich dann die Sachmes, diese ganzen Büsche mit wegmache. Wie meine Axt einfach mal komplett den Geist aufgibt. Schafft sie das Ganze? Ja, sie hat es geschafft, komplett geil. Wie das aussieht von hier unten, einfach mal guck mal. Sehr geil, sehr geil. Auf jeden Fall sehr geil. Und das ist durch ein. Das ist scheinbar durch einen einzelnen Setzling. Ich glaube, ich hatte, glaube ich, nur einen einzigen Setzling geparkt und dann einmal diese vier. Also so kann man deutlich leichter an Holz rankommen. Jetzt muss ich nur gucken, ob dieses Holz dann auch zu Lebeholz umgewandelt wird. Wäre natürlich dann perfekt. Das wäre dann natürlich perfekt. So, erstmal hier das Ganze. Ich hoffe, es geht anständig weg, dass ich auch an das Holz komme, das hier drinne hängt, noch da oben. So. Gestattest? Ich glaube, das kann ich ja nicht essen oder so, ne? Nö. Dann muss ich aber das hier wegnehmen. Weil dann kann ich hier nämlich mal die Beeren ernten und kann dann mal mit der Schere durchrasieren und die ganzen Beerenbüsche mal wegzubbeln, dass ich die aufheben kann, weil ich möchte die nicht kaputt schlagen, weil wir haben die immerhin gesammelt und dann möchte ich sie auch ganz gerne aufheben. Auch wenn ich die dann wahrscheinlich gar nicht mehr benutze, weil ich ja besseres Essen habe einfach. So, und man stelle sich jetzt vor, es gibt ja mit Biomes of Plenty beispielsweise auch Fichten, die so riesig sind einfach. Und
im Live in the Woods war dann auch diese Vegan-Mod drin. Das heißt, man hat dann von Fichtenholz zum Beispiel dann Harz bekommen oder sowas ähnliches. Doch, ich glaube, Harz war das, wodurch man auch diese klebrigen Blöcke machen konnte. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr knüppelt da so einen Gigabaum um, so einen gigantischen Fichtenbaum, der dann irgendwie mit einer Chance von, ich weiß nicht, 20% dann so ein Raisin-Tropfen ausspuckt. Und stellt euch da mal vor, ihr holzt dann so einen Riesenbaum um und der da lässt dann locker erstmal irgendwie 50, 60 von diesen klebrigen Dingern fallen. Und ich vermisse diese Mod irgendwie total, weil es war so erleichternd einfach, dass du nicht ständig diese saublöden Schleimse einfach abfarmen musstest die ganze Zeit. Das hat schon so ein bisschen erleichternd, war das. Deswegen finde ich das aktuell so ein... Ach, das war für die Tiere, ja. Finde ich das aktuell leider ein bisschen kontraproduktiv. Dass sie es halt jetzt leider nicht mehr gibt. Ich fand es auch interessant, dass man da wirklich dann so leben konnte, ohne dass man Tiere oder Monster töten musste. Wobei ich das mit dem Monster töten halt auch ein bisschen komisch finde, weil dich umbringen wollten sie auch, aber Veganer halt, ne? Ach, guck mal, hier ist ja alles voller Zuckerrohr. Das wusste ich gar nicht mehr. Das habe ich ganz vergessen. Dass ich hier draußen Zuckerrohr angesetzt hatte. Das nehmen wir doch glatt mit. Und setzen das unter die Erde, natürlich. Und hier, wenn wir dann, werde ich dann natürlich auch den Boden angleichen. Damit der Boden halt auch, ja, eben ist. So. Erstmal hier alles reinsetzen. Für den Platz. Alles für den Platz. Viele Setzlinge. Also um Holz brauchen wir uns jetzt erstmal keine Sorgen mehr machen. Und wenn es so ist, dass man auch dieses Holz zu Lebeholz machen kann, was ich dann gleich mal ausprobiere, dann brauche ich eigentlich auch nur noch diese Bäume hinsetzen. Immer mal ein oder zwei, die man dann gelegentlich mal umholzt. Da hat man eigentlich immer unendlich viel Holz da. Und ja, ich weiß, es gibt eine Blume. Es gibt eine Blume, die wo Bäume automatisch setzt oder was da gewesen ist. Da muss ich mich auch nochmal mit auseinandersetzen für unendlich Holz. Aber mal ganz ehrlich, wenn ich da irgendwie einmal im Jahr so ein, zwei von diesen Riesenbäumen umholzen muss, macht das auch nicht sonderlich mehr Arbeit, als wenn das automatisch gefällt und gesetzt wird. Das sind halt für die ganz faulen Leute. Gell? So, scheinbar war da oben kein Holz geblieben, weil sonst würde das ja hier irgendwo rumliegen. So, aber euch haue ich jetzt auch weg. Genauso wie ich euch jetzt weghaue. Den Teich werde ich dann ein bisschen angleichen, dass der auch ein bisschen schöner aussieht. Da kann man den zum Angelteich oder so umfunktionieren. Hier und die zwei gehören dazu. Und den Rest schmeiße ich jetzt mal da rein. Weil ich gerade einfach nur freiräumen möchte. So, ach ja, genau. Ich brauche ja noch die Schere, dass ich die Bärenbüsche wieder runternehmen kann, ohne dass sie mir kaputt gehen. Weil wenn man schon das ganze Gedönse gesammelt hat, würde ich die auch ganz gerne behalten. Wobei ich eigentlich sagen muss, ich verstehe nicht so ganz, warum ich extra eine Schere brauche, um irgendwie einen Busch abzuschnibbeln oder eine Blume abzuschnibbeln, damit die mir nicht komplett kaputt geht. Weil ich kann doch einfach hergehen und kann das auch einfach so wegmachen. Also manchmal ist das ein bisschen komisch. Aber gut. Aber der berühmte Sinn des Spiels, der von manchen Spielen. Genauso wie es in
World of Warcraft zum Beispiel auch so teilweise voll logische Quests gibt, wo man zum Beispiel Zebras oder Giraffen töten muss. Oh, eine Birne. Wo es dann beispielsweise heißt, sammle von den Zebras irgendwie die Hufen ein. Und du musst dann erstmal irgendwie 10 Zebras killen, dass du mal einen Huf kriegst, wo ich mir dann denke, hallo, ein Zebra hat 4 verdammte Hufe. Warum? Warum? Es ist, manchmal ist das merkwürdig, aber ich glaube, das gibt es in jedem Spiel. Es ist manchmal so ein bisschen ein Rätsel, warum das so doof gemanagt ist. So, dann sind wir hier jetzt damit fertig. Da brauche ich jetzt meine Schippe. Und dann gleichen wir hier das mal ein bisschen an. Die richtige Grundhöhe mit dem Häusleinhammer. Wir müssen hier nur noch ein bisschen mehr Platz schaffen. Vor allem ausleuchten. Auch vor allem in Richtung Monsterfalle und so müssen wir ausleuchten. So, erstmal hier. Ja, und natürlich wird es auch gerade schon wieder Abend. Das macht aber nichts. Wir sind ja hier in der Nähe von unserem Bett. Da können wir dann direkt pennen gehen, ohne dass wir Ärger kriegen. Und gleichzeitig, während wir hier natürlich das ein bisschen schöner gestalten, kriegen wir natürlich gleichzeitig wieder ein bisschen Erde mit für unsere Farmen. So, einmal schlafen gehen. So. Und dann kann es auch schon weitergehen hier. So, das hier werde ich wahrscheinlich komplett zumachen. Weil dieser Teich sieht ein bisschen doof aus. So, erstmal ein Stück. So, hier das müssen wir natürlich wieder schön zuschütten. Hä? Was machst du denn? So, das kommt natürlich weg. Weil das Ganze ist ja hier die Erdoberfläche. Und deswegen kommt hier auch Erde hin. Ja, das habe ich ja jetzt natürlich ganz toll gemacht. Das war jetzt natürlich sehr geil, dass ich mich erstmal eingebaut habe jetzt. So. Haben wir hier ein bisschen freigeräumt. Und mit Stein werde ich das hier jetzt erstmal auffüllen. Und wird jetzt erstmal den ganzen Sand rauszubbeln. Weil den Sand kann man halt auch immer wieder gebrauchen. Deswegen werde ich den hier zumindest der, wo halt oben drüber ist, wird halt gemacht. So, hier kann man das noch nehmen. Alter, mein Herz. Boah. Oh, das ist... Mein Haustelefon ist zurzeit schlimmer als alles andere. Weil irgendwie klingelt das zurzeit voll penetrant. Und es ist schon wieder eine neue Nummer. Irgendeine mit 069. Ich glaube, das ist Frankfurt oder so. Aber das ist
Das ist eh wieder nur irgend so eine scheiß Umfrage, die wo rausfinden will, ob ich alleine wohne, ob ich Tiere habe und ob sie bei mir einbrechen können. Deswegen, ich gehe generell schon gar nicht mehr dran. Wenn irgendjemand was von mir möchte, kann er gerne auf ein AB sprechen. Wenn es dringend ist, macht er das auch. Oder wenn es wichtig ist. Wenn es nicht wichtig ist, passiert einfach ja nichts. So wie auch wieder in diesem Fall. Einfach zweimal klingen lassen. Och, geht keiner ran. Die meistens warten sie noch den AB ab, aber dann ist auch schon Feierabend. So, jetzt machen wir erstmal, dass es hier wieder Ruhe gibt. Weil dieses Wassergeplätscher geht mir doch schon ganz dezent auf den Keks, wo wir, glaube ich, den Sand rausgezogen hatten. Am Anfang des Let's Plays irgendwann. So. Ist natürlich schön, wenn man so einen schönen großen See vor der Haustür hat, aber so riesig muss der gar nicht sein. So, das Gedönse nehme ich jetzt auch mal weg. Das sitzt auch schon viel zu lange da. Und hat sich gut ausgebreitet. Und ich glaube, wir haben eigentlich den größten Teil von diesen ganzen Dingern. Deswegen, ich nehme die jetzt einfach mal weg. Wenn wir mal wieder welche brauchen, kann man sie ja wieder hinsetzen. Wir müssen hier jetzt auf jeden Fall erstmal Ordnung reinkriegen. Ich glaube aber, ich mache hier noch ein bisschen zu. Jetzt hör mal auf, dein Schild dauernd zu ziehen. Ach ja, und zu dem Thema mit ungebetenen Anrufen und weil immer wieder Leute kommen und sagen, ja, setz das doch auf die Blockliste und dann hast du Ruhe. Nein, eben nicht. Weil die irgendwie alle einmal pro Woche irgendwie die Nummer wechseln. Die meisten jedenfalls. Die wechseln einmal pro Woche die Nummern. Und dann kannst du so viel auf die Blockliste setzen, wie du willst. Es bringt einfach nichts, weil es jede Woche eine andere Nummer ist. Die einzigsten Nummern, die ich wirklich auf die Blockliste setze, das sind Nummern, die mehr als dreimal anrufen. Und so einen Fall hatte ich kürzlich tatsächlich erst wieder, wo auch der gute Sinobin gesagt hat, ja, es gibt da so eine Blockfunktion in den meisten Telefonen. Ja, dessen bin ich mir bewusst. Dessen bin ich mir voll bewusst. Und auf die Blockliste kommen tatsächlich dann auch welche, die mehr als dreimal anrufen und wirklich mega penetrant sind. Und es gab in der letzten Zeit tatsächlich eine Nummer, die ich irgendwie, ich weiß nicht, innerhalb von einer Woche irgendwie 14, 15 Mal in der Anrufliste hatte. Und die wirklich mindestens zweimal täglich angerufen hat. Einmal morgens, einmal abends. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, leckst du mich am Arsch jetzt. Und habe die dann auf die Blockliste gesetzt. Und jetzt habe ich Ruhe. Und ich sage, die meisten, die rufen ein- oder zweimal an. Und dann ist Sense. Und dann wechseln die Nummer, weil sie wahrscheinlich von vornherein schon wissen, oh ja, die Leute haben die jetzt wahrscheinlich inzwischen eh schon geblockt. Weil ich lese halt auch immer, ich google zum Beispiel die Nummer ganz gerne und gucke mir Bewertungen an und meistens sind das eh alles negative Bewertungen und da stehen dann Leute drauf, die, ja, die haben einmal angerufen und ich habe sie direkt auf die Blockliste gesetzt und ohne abzuwarten, ob die überhaupt noch ein paar Mal anrufen oder sowas. Und dementsprechend haben sie einfach instant draufgesetzt. Die eine kam das Beispiel an, oh, ich habe mittlerweile irgendwie 300 Nummern und ich habe keinen Bock mehr. Und deswegen, es bringt einfach nichts, weil irgendwie jede Woche irgendwie die Nummer wechselt und du hast dann wirklich tausende Nummern in der Blockliste drin. Und hast trotzdem immer noch den gleichen Terror wie zuvor auch, weil halt ständig andere Nummern kommen. Deswegen, ich habe irgendwie 3 oder 4 Nummern inzwischen nur auf der Blockliste, in Anführungsstrichen. Aus dem einfachen Grund, weil ich einfach nur Nummern blocke, die wirklich mehr als dreimal angerufen haben. Und vor allem
Oh, ach so, die Schaufel ist kaputt. Ich dachte gerade, was ist denn jetzt mit dem Ding hier los? Hä? Hallo? Du sollst das hier nehmen. Wo? Sag bloß, mein Tisch steht irgendwo noch unten rum. Oder steht er hier irgendwo rum? Ach, da vorne. Ich Blindfisch. Ja, was wollte ich jetzt? Irgendwas wollte ich? Jetzt watzte Eisenbarren. Jetzt watzte. So, da kann ich eigentlich auch mal das andere gerade mit reparieren, wenn ich schon mal da bin. Wie saut's denn? Der würde das ganz zumachen. Da warte ich noch ein bisschen. Das lasse ich auch mal hier drinne. Jedenfalls, wie schon gesagt, ich setze erst die Leute auf die Blockliste, wenn die tatsächlich ja, sehr, sehr häufig und sehr, sehr nervig anrufen. Also sprich 2 bis 3 Mal täglich, was ja bei dieser einen Nummer da der Fall gewesen ist. Deswegen hatte ich die ja dann letztendlich auf die Blockliste gesetzt, weil es war immer mindestens 2 Mal, mindestens, ne, wohlgemerkt, mindestens 2 Mal täglich, immer diese Nummer. Und einmal sogar sonntags, wo ich mir dachte, sag mal, jetzt ist aber Polen offen hier, ne? Jetzt wird schon sonntags angerufen und in dem Moment ist sie dann wirklich auf die Blockliste gewandert, weil, also ich kenne ja, dass teilweise solche Betrüger wirklich penetrant sind und oft versuchen und auch mit den dreistesten und dümmsten Maschen versuchen. Und dann am Telefon auch noch ganz gerne richtig frech werden, wenn man hier genau weiß, was die wollen und die entweder verarscht oder einfach mal auf denen ihren Sachen überhaupt nicht eingeht oder nicht so dumm ist, drauf reinzufallen und oder geübt ist, dass da nicht drauf reinzufallen. Weil es heißt zwar immer, wenn man rangeht, man soll niemals Ja sagen am Telefon. Weil die das dann gerne zusammenschneiden und dann für irgendeinen angeblichen Kauf nehmen, damit die dann dir das Geld aus der Tasche ziehen und dir dann Mahnungen an den Hals jagen, dass du was gekauft hast und zugestimmt hast und das Band gerne abspielen. Allerdings müsst ihr euch keine Sorgen machen, wenn euch sowas passiert. Ihr könnt das einfach ignorieren. Es hat keine Handhabe vor Gericht, wenn die ankommen und sagen, ja, die hat hier das Ja aufs Band gesprochen und damit ist das gültig. Nein, ist es nicht. War es noch nie, ist es nie und wird es auch niemals sein. Also in der Hinsicht braucht ihr euch schon mal keine Sorgen zu machen. Aber das Gerücht geht halt immer wieder rum. Also ich habe bisher auch, vor allem früher halt, ne, wo das noch nicht so bekannt war, auch öfter mit Ja geantwortet, statt mit dem Nachnamen oder können Sie mich hören mit Ja oder ist das Ihr Name mit Ja oder ähnliches. Aber ich hatte nie irgendwas, wo ich dann hätte was bezahlen müssen oder Ärger gekriegt habe oder ähnliches, hatte ich noch nie. Hatte ich einfach noch nie. Und es ist tatsächlich schwieriger, als es aussieht. Einfach herzugehen und nicht mit Ja zu antworten. Es ist nicht leicht. Es ist tatsächlich nicht leicht. Dann heißt beispielsweise, antworten Sie auf Fragen wie, sind Sie die Frau bla bla bla, anstatt mit Ja, mit das bin ich. Oder das bin ich eben nicht, wenn du so ein bisschen ärgern möchtest oder so. Oder wenn Sie zum Beispiel fragen, oh, die Verbindung ist gerade schlecht, verstehen Sie mich? Nicht mit Ja antworten, sondern mit Ich verstehe sie. Es ist nicht leicht, das wirklich zu machen. Es ist tatsächlich nicht leicht, das zu machen. Und wenn man das aber dann durchschaut hat und das ein bisschen vielleicht geübt hat oder ein bisschen gewohnt ist, das so zu, ja, die da so zu antworten eben, dann werden die auch mal ganz schnell sehr frech am Telefon. Und werfen dann schon mit Beleidigungen um sich, habe ich auch schon gemerkt, wo ich mir dann auch gedacht habe, sag mal Leute, geht's eigentlich noch? Oder beispielsweise hatte ich kürzlich einen Fall auch bei World of Warcraft, wo mich jemand angeflüstert hat und meinte, ob ich ihm nicht nochmal mein Passwort und meine Anmeldedaten geben würde, weil er gerne zu Ende bringen würde, was er angefangen hat. Und ich saß dann erstmal da, hä? Ich kannte diesen Charakternamen erstens nicht. Dann wusste ich nicht, ob ich irgendjemandem mal mein Passwort gegeben hatte. Also, ich glaube, das wüsste ich, wenn ich mal jemandem mein Passwort gegeben hatte, damit der mal für mich was erledigt oder so.
Dann hatte ich denjenigen nicht als Battletech in meiner Liste. Also es gibt da die zwei Möglichkeiten. Einmal den Charakter selbst als Freund einzutragen. Und dann gibt es einmal über die Battletech, also praktisch über die E-Mail-Adresse, wo man dann, ja, wo dann halt meistens gute Freunde machen. Weil dann sieht man sich beispielsweise auch dann, wenn der Charakter oder, sag ich mal, der Kumpel auf einem anderen Server online ist. Und wenn man das halt eben nur über den Charakternamen im Spiel macht, sieht man halt nur, wenn er dann auf demselben Server gerade online ist. Und ich habe alle meine Freunde, mit denen ich spiele, habe ich per Battletech in der Freundesliste. Oder zumindest irgendwie den Hauptcharakter. Aber der, wo mich da, oder die, ich weiß es nicht, wo mich da angequatscht hat, da war einfach mal ja nichts bei mir in der Freundesliste. Weder als Battletech noch als normales. Und das Einzige, was ich gesagt habe, so, ich wüsste nicht, dass ich dich irgendwoher kenne. Und dann meinte die doch glatt, sie wäre Salome. Oder beziehungsweise Salome hat ja auch einen realen Namen und diesen realen oder so einen realen Namen hat diese gute Frau oder dieser gute Mann dann genannt. Und es kann sein, dass es auch einfach nur ein Zufall gewesen ist. Und da dachte ich mir nur so, bevor, dass du jetzt noch irgendwas anderes sagst, wenn das so wäre, dass ich der Freundin namens bla 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 bla. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihren Namen nennen darf. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr Name auch schon öffentlich bekannt ist durch ihre Let's Plays oder so, weil sie Let's Played ja auch, wie ein paar von euch bestimmt wissen. Und hätte ich bei dieser guten Dame mal die Einlogdaten erwähnt, dass sie für mich was erledigen würde, dann würde sie mir das per Messenger sagen, weil wir da jeden Tag unseren Kontakt haben. Und das hat sie definitiv nicht. Dann wüsste ich es, wenn ich ihr überhaupt mal das Passwort gegeben hätte. Habe ich aber auch nicht. Ich hatte es aber mal überlegt, weil sie für mich mal etwas hätte tun sollen. Das sich aber dann erledigt hat, weil mein Internet dann später doch wieder da gewesen ist. Und das Letzte, ich war gerade eben mit ihr am Schreiben, weil wir sind eigentlich den ganzen Tag über am Schreiben mit unserem RPG, über Messenger, über dies und jenes und hast du nicht gesehen. Wir haben eigentlich jeden Tag haben wir Kontakt. Und als ich ihr gesagt habe, so, ach, gucke mal, schön, dass ich von dir auch mal erfahre, dass ich dir noch irgendwie das Passwort geben soll, dass du für mich das erledigen kannst. So ungefähr meinte sie dann auch, wie jetzt? Und dann habe ich ihr das erzählt. Ja, mich hat gerade eine angeschrieben, die so hieß wie du angeblich. Es kann purer Zufall sein. Es kann sein, dass sie vielleicht irgendwie auf Facebook oder so ein bisschen rumspioniert hatte etc. Und die meinte dann einfach mal, ich müsste ihr noch das Passwort geben, dass sie ihre Arbeit da zu Ende bringen kann. Wo ich mir dann dachte, hä, was für eine Arbeit? Also das war mal mit Sicherheit auch wieder irgendeine, die einfach nur an irgendwelche Logdaten kommen wollte. Was meiner Mutter damals früher passiert ist, da wurde die angeflüstert, och, dein Account wird gleich gelöscht, es sei denn, du meldest dich da und da, hier und da an. Und dann war einfach mal ihr Account weg eine Weile und sie kannte es damals halt noch nicht und deswegen ist sie leider Gottes drauf reingefallen. Und sie war damals auch der Gildenmeister und als ich mich dann irgendwie eine halbe Stunde später eingeloggt habe, war unsere komplette Gildenbank leergeräumt. Da habe ich mir dann nur gedacht, so, okay, das war garantiert nicht meine Mami. Habe dann Blizzard angeschrieben, habe denen das dann gemeldet, dass meine Mutter gehackt wurde und dass ihr Account weg ist. Und da haben die das dann, ich glaube, innerhalb von 10 Minuten oder so haben die das dann behoben. Und da hatte meine Mutter ihr ganzes Zeug dann zurückgehabt. Und das ganze Zeug der Gilde war dann auch natürlich wieder da. Und das war damals ein gängiger Versuch, wirklich die Leute zu locken, auch mit irgendwie, ja, kauf Gold, irgendwie viel, viel günstiger, als wenn du es irgendwo bei eBay oder sowas kaufst. Und damit wurden die Leute halt gelockt und viele sind halt drauf reingefallen und haben dann halt wirklich sich da angemeldet und haben dann teilweise wirklich ihre Accounts verloren, weil sie den Scheiß halt geglaubt haben. Ich bin da Gott sei Dank von Haus aus sehr misstrauisch und mach sowas erst gar nicht. Auch bei Spam-Mails oder so bin ich sehr misstrauisch. Und ich erinnere mich noch, meine allererste Spam-Mail, wo ich angeblich für irgendwie 3.500 Euro
bei Zalando Schuhe eingekauft hätte. Klar, ich. Ich habe 2 Paar Schuhe zu Hause stehen zum Fortgehen. Nee, nicht 2 Paar, 3, 4 Paar habe ich. Einmal Sportschuhe, wo ich länger laufen kann drinnen. Dann einmal diese kurz, in Anführungsstrichen, Kurzstreckenschuhe, wo ich zum Beispiel mal schnell einkaufen gehe oder so. Dann meine Hausschuhe und Turnhallenschuhe, die wo ich halt nur drinnen anziehe, wenn ich zum Beispiel irgendwie zum Training gehe oder so, ne? Das sind diese Schuhe. Und da soll ich für 3.500 Euro Schuhe eingekauft haben. Klar, bei einer Versandfirma, wo ich noch nicht mal angemeldet bin. Klar. Gut, aber da das damals noch Neuland gewesen ist. Und dann habe ich mir halt einfach mal die Mühe gemacht, habe bei Zalando angerufen, habe gesagt, ja, so und so schaut's aus. Ich habe von euch gerade eine E-Mail bekommen. Ich habe angeblich für 3.500 Euro bei euch Schuhe eingekauft. Das ist die Rechnungsnummer. Was ist da los? Und dann hieß es ja, diese Rechnungsnummer, die existiert bei uns aktuell oder existiert bei uns nicht. Und dementsprechend wird das wohl eine Spam-Mail sein. Und die haben das dann halt aufgenommen, haben das dann halt irgendwie zu den Akten gelegt. Und es hat dann auch tatsächlich nicht lange gedauert. Dann kam dann da der Verbraucherschutz und hat dann da eine Meldung rausgegeben, dass zurzeit wirklich immens viele Zalando gefälschte Zalando-Mails unterwegs sind, wo angeblich irgendjemand was gekauft haben soll. Also ich war da offenbar wirklich nicht die Einzige, die so eine Mail gekriegt hat, sondern da wird wahrscheinlich so ein ganzes Mail-Bündel rausgegangen sein, weil es gibt ja solche Add-ons oder solche Funktionen, wo man eine Mail irgendwie an tausende andere gleichzeitig schicken kann und sowas wird das wahrscheinlich gewesen sein. Und ja, es gibt wahrscheinlich diverse Leute, die wo da drauf reingefallen sind, dann diese besagte ZIP-Mail dann halt geöffnet haben und sich dann diesen fetten Trojaner halt eingefangen haben, der wo dann damals halt immer in diesen ZIP-Dateien drin waren. Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass manche Leute da wirklich so erschrecken, wenn sie so eine immense Rechnung kriegen, dass sie natürlich wissen wollen, wie das zustande kommt. Und dass sie dann natürlich diesen angeblichen Rechnungsanhang dann öffnen und dann sich natürlich dann diesen Virus einhandeln, wo dann halt natürlich diverse Probleme auf den Rechnern oder Telefon dann halt auftreten. Ich bin Gott sei Dank da noch nie reingefallen, weil bevor ich irgendwo auf irgendeine Mail irgendwas anklicke, gebe ich lieber die Adresse oder diese URL gebe ich dann lieber selber ein und gucke da genauer nach. Und da bin ich auf der sicheren Seite. Zum Beispiel ging ja auch mal sehr oft diese gefälschten PayPal-Mails gingen ja auch ganz gerne mal rum, wo es dann hieß, ja, folgen Sie dem Link und folgen Sie den Anweisungen, wo du dann deine Anmeldedaten eingeben musstest und dann wurde dein PayPal-Konto irgendwie übernommen und dann haben die schön mächtig eingekauft auf deine Kosten etc. Ist mir persönlich noch nie passiert, weil ich einfach nicht so blöd bin und das mache, was in den Mails steht, sondern wenn da irgendwas kommt, ja, ihr Konto wird gelöscht, wenn sie sich nicht verifizieren, dann gehe ich nicht auf den Link, der wo in dieser Mail ist, sondern ich gebe wirklich ein paypal.de oder paypal.com oder wo auch immer und melde mich dann an. Weil dann weiß ich, dass das auch eine echte Seite ist. So, jetzt muss ich erstmal die Folge beenden. Ich bin schon wieder 3 Minuten drüber. Weil ich einfach nicht aufhören kann zu reden gerade. Also bis gleich.